Hallo allerseits und willkommen nun zum richtigen Video des heutigen Tages, Samstag, 2. Dezember 2023. Einstieg mit diesem wunderschönen Blick auf Nagluya, dort hinten die Spitze. Das ist das Sanctuary of the Truth. Und das Ganze ist hier ja, wo die alten Kanäle von Nagluya dann in den Golf strömen. Da ist auch ein Seafood-Restaurant da hinten. Blick rüber nach Koh Si Shang. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Ich bin hier zum Opening der Nagluya Walking Street. Heißt offiziell, wenn wir gleich sehen, irgendwie Walk and Food Festival. Es ist kurz vor Sonnenuntergang, wie ihr gesehen habt, also kurz vor 18 Uhr. Hier ist eine der Bühnen von hinten, denn ich rolle diese Straße heute mal von hinten auf, nicht vom Lanpo Park, vom Fischmarkt, sondern hier. Das Ganze heißt, ja, da oben steht's, Nagluya Market Walk and Eat Festival 2023. Das geht von heute, vom 2. Dezember bis zum 24. Dezember und dann vom 6. bis 14. Januar nächsten Jahres, jeweils samstags und sonntags hier. Und das hier ist der Biergarten, der hier auf der Brücke aufgebaut ist. Noch relativ ruhig, denn das offizielle Opening ist in einer Stunde. Aber wir gehen einfach mal schon mal kurz drüber weg, dass ihr das seht. Und am Ende dann, wenn ich es dann noch erwische, die Opening-Zeremonie. Ja, wenn dazu kommt, brauche ich nicht sagen. Wie jedes Jahr macht das der Bürgermeister. Aus seinem Dunstkreis habe ich heute auch die Information mit den Zeiten bekommen. Von seinem PA-Mann. Danke. So, und hier sind wir jetzt in der Nagluya Road, hinten auf der Festmeile. Und wir gehen einfach mal kurz durch, schauen halt, ich sag mal, die Stände mit dem ganzen Essen, Seafood und alles, was es da gibt. Hier ist, ja, ihr wisst schon, was das ist. Kung. Es ist immer eigentlich ja dasselbe, was es ist. Das Besondere eben hier auf diesem Nagluya Market wird ja gesagt, dass das alles fangfrisch und frisch ist. Ja, wenn ich jetzt um 18 Uhr das sehe, verliere ich da fast den Glauben dran. Aber was soll's, es ist alles da. Man kann hier wieder alles essen. Hier auch, ja, weiß ich was das ist. Miss Station. Bread and butter. What is that? Bread and butter? Yes. Oh, very easy. Nothing special. Also Brot in Butter gebacken. Ja, und schon hat man ein super Teiggericht. Ja, wie gesagt, die Verkaufsstätte da hinten mit Hüllen für die Handys oder hier Parfüm und sowas. Ist immer dasselbe, gibt YouTuber, die halten da stundenlang dann drauf. Mache ich nicht. Ich gehe einfach mal durch hier ganz kurz bis hier vorne und dann machen wir nachher weiter bei der Opening-Zeremonie. Also, bis dann. So, und hier gehe ich doch nochmal rein in den Market, weil ich gerade jemanden getroffen habe, den Fahrer vom Bürgermeister. Hallo, hier kommt der Fahrer vom Stadtratspräsidenten. Und da kommt auch der Bürgermeister. Hallo, Kumpame. Hallo, how are you? The new walking street for Pattaya. Yeah. Street food in Nagluya. Yeah. Okay. So everything fresh. Yeah, fresh and delicious. So yeah. Please come on Saturday and Sunday. Sunday, yeah. 2 months until January. Actually, this time we have 6 weeks. Ah, 6 weeks. We will not having on 25th. Yeah, after Christmas, December. Not 24th. After Christmas and break. Yeah, yeah, yeah. New Year. And then we'll start again on 6th of next month. Okay. Because during that time, nobody
come here because you make party in the city. And also the staff. The staff. Go to the families. Yeah. So please come. So, Präsident vom Stadtrat, Sauri Kapp, Vizebürgermeister dabei. Und man auch. Also, doch noch mal kurz reingehalten hier und natürlich hier die ganzen Fotografen, der vom, oh, Kondok, hallo. Von dem habe ich einen guten Tipp gekriegt. Hallo. Thank you. Das sind die Offiziellen von der City Hall. Ja, das war es dann nochmal jetzt. Hier einer der stellvertretenden Sekretäre noch. Hallo. Thank you. Bitte. Ja, 18 Uhr in Thailand. Und wie ihr seht, es ist Winterzeit hier in Thailand. Auch die Fische kriegen Jäckchen an und werden über den warmen Ofen gelegt, damit sie nicht so frieren. Ja, mit diesem kleinen beschaulichen Blick auf die Foodmeile nochmal sage ich dann bye bye für heute. Hier vom Nak Lua Walk and Eat Festival 2023. Also wie bereits gesagt, bis 24. Dezember, jeden Samstag und Sonntag und dann ab Januar, 6. Januar nochmal bis Ende Januar auf Sonnabends und Sonntag. Beginn abends irgendwo 17 Uhr, glaube ich. Aber am schönsten ist ja hier, wenn es noch dunkel ist, wie man sieht. Da ist es romantischer. Also dann, bye bye allerseits, wo ihr auch seid. Bis zum nächsten Video.